Ich mache einfach schon mal das Enderportal ready, ne? Ja. Okay. Spannung steigt. Wenn ich jetzt reinfalle, einfach mit allen Enderperlen. Ich würde lachen. Im Wassereimer. Yay! Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren Folge Minecraft Hexe zusammen mit dem lieben Zydex. Hallo. Hallo! Ja, ihr seht schon, wir sind wieder full equipped. Das haben wir mal kurz in der Pause gemacht. Einfach unsere alten Sachen. Und ihr seht schon bei mir im Inventar, das ist so ein Eye of Ender. Oh, was macht denn das da? Wie viele hast du mitgenommen? 30. Okay, gut. Noch ganz kurz zu erklären, es hat sich gerade so angehört, als ob wir uns Equipment irgendwie gecheatet hätten oder sowas. Wir waren in der letzten Folge in irgendeiner Dimension und sind dort gestorben. Aber wir hatten ja davor schon irgendein billiges Iron Equipment gehabt. Und da haben wir einfach das Equipment wieder aus der Kiste genommen. Also nichts gecheatet oder sowas. Das hat sich gerade so angehört. Genau. Die Haltbarkeit ist auch noch genau die gleiche, also es ist alles noch. Zufälligerweise. Okay. Gut, da haben wir auch noch ein Thema anzusprechen. Und zwar, das wird jetzt hier die vorletzte Folge sein vom Let's Play Together Hexed. Das hat einfach den Grund, dass wir jetzt sehr, sehr viel hier gemacht haben. Eigentlich den größten Teil aller Dungeons, oder wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr Dungeons, aber einen großen Teil gemacht haben. Ja, und einfach auch so ein bisschen langsam Lust verloren haben. Und euch eigentlich alles gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie viele Folgen waren das? 20? 18? Irgendwie so. Auf jeden Fall, man könnte noch viel mehr machen, aber wir könnten uns ja so eine riesige Festung mit allen möglichen technischen Zeugs aufbauen, aber na, wir haben da nicht so viel Lust drauf. Vielleicht kommt noch mal eine Fortsetzung. Ja, genau, da müssen wir einfach mal schauen. Und ja. Also in der Folge werden wir jetzt den Enderdrachen suchen und das Dungeon und den Enderdrachen herumlooten. In der nächsten Folge besiegen wir ihn dann im besten Falle. Und zudem haben wir noch ein schönes Event vorbereitet. Also das heißt Event, eine schöne Tat, die wir schon mal angekündigt haben. Vielleicht weiß es noch der ein oder andere. Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Genau. Ja, wenn stimmt. Bei dieser Folge weiß man es halt dann noch nicht. Wir haben in der Summe 6 OP Goldäpfel, das heißt du 3, ich 3. Und jeder ist irgendwie 21 normale Goldäpfel, auf jeden Fall genügend Blut. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt los. Nein, wir gehen erst schlafen. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich komme am Bett. Genau. Oh, ich krieg Damage, wenn ich dort stehe. Alles klar. Also, in welche Richtung müssen wir? Das wird uns das Enderauge sagen. Wir müssen die halt alle wieder einsammeln. Wir müssen die alle wieder einsammeln. Ja, warum habe ich gerade Ender Dragon gesagt? Ich wollte eigentlich die Ender Augen sagen. Weiß ich nicht. Wir fliegen jetzt einfach mal so eine halbe Stunde in die Richtung hier. Bis zu dem Berg hier vorne. Geh bis nach hier vorne. Und jetzt. Boah. Also wir wissen, oder zumindest mal ich weiß auch, dass es noch stärkere OP-Mobs gibt, beziehungsweise Endgegner. Die sind schon dran vorbei. Ja, aber wir wollten einfach den Ender Dragon besiegen, da wir da jetzt wissen, wie wir da hinkommen und so. Gut. Genau. Schauen wir hier nochmal. Alpha Tag 2. Oh ne, ist wahrscheinlich direkt im Fluss drin, oder? Wenn ich ihn zu Glück kenne. Na, ja, im besten Falle dahinter. Mal gucken, wir sind echt ziemlich nah dran. Ja. Ja. Probier's mal hier oben. Hast du Achso, eine... geht es. Es ging genau hier runter. Okay, so. Dann bauen wir jetzt ein bisschen neben dem Fluss runter. Ich habe eine Spitzhacke. Okay. Ja, das war jetzt echt schlau von mir. Okay. So. Immer doppelt runterbauen, okay. Oder halt, wie du weißt. Ja, mal hier. Gut. Gefunden. Ich werf noch mal eine, warte. Warte, wir sind noch hier. Ich bin noch hier da. Oh. Okay. Oh, Diamanten. Wir brauchen Diamanten. Wir brauchen Diamanten, natürlich brauchen wir Diamanten. Lol, das. Alles klar. Was? Ich werf mal kurz, warte. Wir müssen noch tiefer. Wir müssen noch tiefer. Aha. Oh.
Ja. Alles klar. Oh, Dynamites. Silberfische. Ich kipp da nicht rein. Okay, wir brauchen... Ich dachte gerade, du hast diese Portale abgebaut, ey. So, dann looten wir hier jetzt erstmal eine Runde. Auch wenn wir es eigentlich gar nicht nötig haben, aber egal. Gibt's hier... Ist hier... Hallo? Ist hier jemand? Ja, da ist Loot, aber das ist nämlich... Oh, ich habe einen Punch 1 Loot bekommen und zwei Brote. Ist halt normales Vanilla Minecraft Dungeon, deswegen gibt's jetzt keinen so krassen Loot. Hier gibt's aber irgendwie bei mir gar keine Mobs gerade. Bei mir auch nicht. Aber ich habe schon eine Kiste gefunden. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Nice. Good job. Ey, ich habe die Bibliothek gefunden. Die ist eigentlich total wertvoll, aber uns egal. Yay. Ja, dieses Dungeon ist so spannend. Ey, Leute, wir können kaum noch... Haben wir nicht gleich die Bibliothek gefunden? Alter, weißt du, was ich gefunden habe? Was? Ein Beep. Hä? Nee, ich, sonst schlägst du mich wieder. Du bist irre weit runtergelaufen. Ja, ich weiß. Hier unten ist nochmal eine Bibliothek. Super, wir haben überhaupt nicht 5 Stacks Bücher gefunden. Ich hab die jetzt nicht abgebaut. Warum nicht? Wieso sollte ich? Hier ist eine leuchtende Pflanze, jojo. Hier war eine leuchtende Pflanze. Oh, ich hab einen Zombie gefunden. Lol, wo? Hier sind richtig viele Zombies. Vor allem wie nah wir einfach am Enderportal waren, ja. Hä? Was? Okay. Das war strange. Ich habe diesen Mob nicht gesehen, weil er wahrscheinlich gebrannt hat. Ich weiß nicht, was das war, aber irgendein Rare Mob. Der mir der manche Sekunde getroppt hat. Hier ist noch einer. GG. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dir komme. Wir können nichts dafür. Gib uns nicht die Schuld. Ja, was können wir machen? Ja, gut. Was sollen wir jetzt machen? So, wir stellen uns jetzt eine zwei. XXS-Folge. Ich mache einfach schon mal das Enderportal ready, ne? Ja. Okay. Spannung steigt. Wenn ich jetzt reinfalle, einfach mit allen Enderperlen. Ich würde lachen. Und Wassereimer. Yay. So, jetzt haben wir ein Enderportal, aber in dieser Folge würden wir es nicht mehr schaffen, alles, was wir machen wollen. 8 Minuten. So etwas einfach gute Planung. Ja, yeah, Leute, wir dachten eigentlich, wir haben jetzt erstmal so eine halbe Stunde in der Reise. Aber ja. Einfach direkt um die Ecke und mit dem Flugstern man ist so schnell. Ah, ich habe die Treppe gefunden. Oh, nice. Krass. Ja, mal ganz kurz, sollen wir jetzt doch ins Dungeon gehen? Ja, lass mal nochmal ins Dungeon. Weil in der Zeit schaffen wir es jetzt halt nicht mehr wirklich, den Enderdrachen zu töten und alles und deswegen. Okay. Lol. Nein. Diese Creeper hat einfach irgendwas auf mich geschossen. Lol. Oh lol. Stimmt. Bisschen lol. Ah, wir haben jetzt so viele goldene Äpfel. Alles klar. Also was ist das? Ist Teil getroppt. Lol. Schau mal hier. Schau mal. Goblins. Lol. Wie hässlich sind die eigentlich? Warte mal, vielleicht haben wir noch ein anderes Dungeon. Ja, lol. Wie sieht das denn hier aus? Alter, schau dir mal diesen Loot an in der Kiste. Ich habe da wirklich nichts rausgenommen. Wirklich 1:1 für mich. Yo, Alter. Ey, wie geil ist das erstmal ohne Scheiß? Ja, ist echt so. Hier ist okay, Dungeon. Ey, guck mal, da ist noch so ein hässliches Vieh. Goblins, beleidige keine Goblins. Goblins, wenn ich auch mal rausspringe. Yeah, ich habe meine Spitzhacke nicht mit. Beste Planung. Ja. Oh, das ist schon ein bisschen besser, der Weg. Schau mal hier. Oh, ganz, ganz viele Goblins. Oh, sind die. Die sind so hart. Alter, das ist halt der Boss. Ich habe richtig hart vor Schiss vor dir.
Ja, ich auch. Läuft bei dir. Weil die einem so viel Damage machen. Bei mir war gerade wieder richtig Hardcore-Lag und ich bin in irgendein Loch reingefallen. Ja, ich hab's gesehen. Hast du Blöcke mit? Ich hab mich so gut vorbereitet. Du kannst mit deinem Stab hochfliegen. Ich weiß, oder was ist das? Nicht so einfach. Ich hab Quantum. Nice. Ein Quantum-Post. Danke. Bitte. Das mache ich doch immer gerne. Das war so nett von dir, ich mag dich dafür. Dass du mich immer zurückschlägst, wenn ich gerade einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ich liebe das an dir. Ja. Alles klar, ich kann nicht mehr vorwärts laufen. Ja, warum nicht? Hier ist eine Wand für mich, eine unsichtbare. Hä? Nein. Siehst du das? Komm mal, hä? Ich backe in der Luft. Jetzt bin ich raus. Ich kann nicht weiter als hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Oder ist eine Fledermaus? Muss abschießen. Ich hab mich jetzt durchgeportet einfach. Egal. Immer diese Ich konnte einfach nicht lang. So, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Hallo. Oh, ein Monster. Ey, guck mal. Guck mal, geh mal da runter. Los, halt da mal rein. Alter. Oh Mann, ich wollte jetzt hier raus. Klar. So. Ach, das ist ja so lustig geworden. Ja. Ach, wenn wir so richtig also, geil hinziehen. Diese Folge war jetzt etwas kürzer. Ich würde sagen, wir gehen vor Dungeon. Ja, und dann. Hast du eine Ahnung, wo es lang geht? Nein, das. Hier lang auf jeden Fall. Hier lang. Warte, komm mit. Wo? Hier lang. Hier lang. Wo bist du hingelaufen? So. Bei mir. Ja, echt immer. Ich liebe immer einfach diese Wegbeschreibung, ja? Wo geht's lang? Hier, zu mir. Alles. LOL! Was ist? Komm, wie geil ist das? Diese Kuh, setzt Blöcke. Die setzt Eisblöcke unter sich. Das ist ein Eisbohr. LOL! Ein Hacker-Kuh. Das ist eine waschechte Hacker-Kuh. Alter. LOL! Warte, komm, wir müssen die besiegen. Oh, ich habe mein Schwert weggedroppt. Nice. Okay, wir haben Boden. Ist echt nicht so schwer. Was hat sie gedroppt? Alter. Belohe und Lia. Und Obsidian und sowas. So, wir müssen hier aber auf jeden Fall wieder runter. Eine Lohe, natürlich eine Lohe. Eine Lohe, gut gemeint. Okay, ich folge dir einfach mal. Und du kennst dich wirklich aus. Ja, ich kenne mich hier wirklich aus. Ja, wo bist du schon wieder hin? Hier? Ich weiß echt nicht, wo du bist. Ich höre dich auf jeden Fall. Beide Stämme hört man über eine weite Entfernung. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Also ich bin auf jeden Fall auf der untersten Ebene. Ich glaube, diese Folge überziehen wir wetten. Ja, ist echt so. Nur weil wir jetzt hier raus wollten. Oder halt die Folge noch strecken wollten. Hä? Ich finde einfach gerade gar nicht mehr Zeug. Boom. Ich habe auch keine Ahnung, wo du bist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wo hast du dich wieder hingetrieben? Also uns können wir finden mit Koordinaten. Ja, warte, ich gehe mal zum Endportal, ja? Ja. Oder dahin, wo ich glaube, wo es ist. Ich glaube, ich weiß es. Klopps weiß es. Ach Gott. Es bleibt aber auch beim Glauben. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich habe einen Jaspers-Block. Hier komme ich auf jeden Fall her. Ja, hier sieht's richtig gut aus. Ja, ich glaube, ich bin wieder da. Sag mal Koordinaten schon mal. Minus 70 und 970. Ula, ich bin richtig nah dran. Welche Höhe hast du? 51. Ich habe 18.
Ich war einfach noch viel zu hoch. Komm zu mir. Ja, komm. Ich warte auf dich. Ja, ich sehe schon. Ich bin jetzt wieder im Dungeon. Jetzt soll ich dich auffliegen. Creeper! Energy Action! Oh, ja. Hier sind voll viele Creeper. Oh, ich habe zwei Dias gefunden. Lol, wie knapp war das eigentlich? Oh, ich habe echt das Problem mit meinen Hotkeys, ey. Und ich hätte fast mein gutes Schwert in die Luft gejagt. So. Ich bin aber, glaube ich, nicht da, wo wir hingehören. Ich bin irgendwo anders. Ja, du hast ja diese... Oh, ich sehe deine Nase. Komme ich zu dir gerade oder weg? Ah, ich sehe deinen Namen auch, okay. Ich komme da hoch. Ich weiß ja, ob wir hier nach oben müssen. Ja, in der Richtung ist irgendwie das... Also ich habe mir das so grob gemerkt, wo das war. Ja, gut. Ich will nicht. Wir hätten uns auch nicht irgendwie einen Waypoint setzen können oder so, ne? Das wäre ja viel zu kompliziert gewesen. Ja. Haben wir jetzt die Folge bezogen? Ich bin hier jetzt in irgendeinem Dungeon wieder und... Oh, du musst weiter nach oben. Ich weiß. Du bist ganz nah dran. Ich suche gerade eine Treppe. Boah, die hätte nach oben. Macht mich schwerer als es ist. Nee, doch. Bau dich mal bitte runter zu mir. Ich habe ja keine Blöcke, das ist ja die Scheiße. Buchstab. Ja, komm, ich versuche gerade zu dir zu kommen. Komm bitte zu mir. Ich komm einfach durch die Wand. Komm bitte zu mir. Bitte. Bitte, ich warte doch auf dich. Ja, bitte. Ja, bitte, bitte. Bitte, ich höre dich. Ja, bitte. Ja. Alles. Ups. Hallo. Aua. Tschüss. Okay. Tschüss. Yay. Und wir haben 18 so. Minuten. Ja. Naja, kannst du vielleicht mit. Ja. Ja. Okay, Leute. Das war natürlich die spannendste Folge, die es in diesem Projekt gab. Was haben wir in dieser Folge geschafft? Wir sind... Danke. Wir sind umgerechnet eventuell von da bis 83 hier... 83 Kilometer gelaufen. 100 Blöcke gegangen, haben dann das Endportal gefunden und haben den Rest nur sinnlos in irgendeinem komischen Eisbiom rumgehangen. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Nächste Folge geht's auf jeden Fall ins End und vielleicht dann auch unser kleines Special. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.